Howdy, meine tapferen Greenhorns. Die Reise muss lang und beschwerlich gewesen sein. Das steht euch ins Gesicht geschrieben. Ihr seht verdammt fertig aus, drum setzt euch ruhig zu mir hier an mein Lagerfeuer und lehnt euch zurück entspannt einfach mal für ein paar Momente. Ich habe auch extra eine Portion deftigen Chili con Carnes aufgesetzt. Hab schon unseren Revolver poliert und die Friedenspfeife neu gestopft. Dazu habe ich auch noch hier dieses antike Glas mit der Aufschrift Saloon ein bisschen Brausepulver, Ahoi-Pulver, Waldmeistergeschmack reingemacht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Cowboys trinken. Jedenfalls, so wie es sich halt für richtige Cowboys gehört. Ja? Nur um euch hier zu begrüßen. Nicht hier an einer kleinen Lagerstelle, sondern vor einem großen Abenteuer, meine lieben Freunde. Und es freut mich, dass ihr hier bei mir Platz genommen habt und jetzt den Blick langsam auf den Monitor fixiert habt. Denn dort seht ihr nicht nur eine vom Schnee bedeckte Siedlung, sondern einen Schriftzug, der in jedem von euch wahrscheinlich ein wohliges Gefühl auslöst. Ja, die Lettern, wie sie dort stehen, die Farbgebung und allein die Intonation, wenn man es liest. Red Dead Redemption 2, da geht einem doch der Cowboy-Hut hoch, oder? Unglaublich, das Spiel, auf das viele lange gewartet haben. Jetzt ist der Tag gekommen. Frisch zum Release habe ich gedacht, komm, schnappst du mal zu, wirfst das Lasso aus und ziehst es zu dir und spielst es einfach mal mit den Tapfersten dort draußen jenseits der flimmernden Mattscheibe. Ja, beziehungsweise des Filmprojektors. Ich weiß nicht, wir befinden uns hier Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab's vielleicht noch gar nichts davon. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir sind hier zusammen hier in-game und können gleich loslegen. Nur ganz kurz im Vorfeld sei gesagt, ihr kennt mich ja, Kurando. Bin ein richtiger Viehwirt. Richtiger Viehwirt. Und ich werde euch anführen hier auf diesem Cattle Drive. Nur diesmal schieb ich kein Wildvieh vor mir her, sondern ein Mainstream-Game. Und ihr wisst es ja mittlerweile auf meinem Channel, da mischt sich das so ein bisschen. Primär bin ich ja im Osten zugange, ja? Im fernen Orient, im Morgenland. Doch dann habe ich dort plötzlich den Ruf des Westens erhört. Und der Westen ist doch glatt viel wilder als sonst. Und angetrieben ja von meinem aufklärerischen Geist, ja, und dem Drang zu kolonialisieren, bin ich halt nach Westen gezogen und hab dann gleich Red Dead Redemption aufgelesen. Und jetzt soll's halt hier weitergehen. Ich muss nichts übersetzen, wie ich sonst immer tue, das ist ganz gut. Deshalb können wir richtig schön saftig gleich reinstarten. Aber ich bin zugegebenermaßen ein Quereinsteiger. Ich kenn zwar den ersten Teil, hab den aber nicht intensiv gespielt, sondern höchstens so ein bisschen mal so Larifari-mäßig hier und da. Das soll aber nichts daran ändern, dass wir das in vollem Maße jetzt genießen, dieses neue Abenteuer. Und ich werde das wie folgt begleiten. Bei Zwischensequenzen versuche ich mich möglichst verbal herunterzufahren, nicht zu viel zu labern, um euch nicht direkt aus der Stimmung und Atmosphäre zu reißen. Und wenn dann irgendwelche Einblendungen sind oder so, dann lese ich das natürlich vor. Und sonst müsst ihr leider mit meinem Geschwafel leben, es sei denn, ihr mutet den Fernseher, macht die Lautstärke runter oder ihr durchstecht euer Trommelfell, das geht auch, hat aber leider eine schlimme Neben- und Nachwirkung. Also sei euch nicht empfohlen. Wir starten jetzt nicht in den Social Club, wie es da unten steht, denn da haben wir wahrscheinlich als sozial inkompetente Wesen keinen Zugang. Nein, nicht alle Gamer sind natürlich sozial inkompetent. Ich muss von mir sagen, überhaupt nicht. Ich habe ein sehr reiches soziales Umfeld. Aber es interessiert jetzt nicht an dieser Stelle. Interessieren tut uns die Story und da starten wir rein. Und es freut mich, dass ihr jetzt bei mir seid. Und auch wenn die Resonanz von dem Projekt, weil es Mainstream ist, nicht allzu hoch sein mag vielleicht, ist es mir egal. Ich spiele es trotzdem, weil ich so spielen will und deshalb nehme ich es auch gleich auf. So, das sei gesagt und jetzt starten wir rein in die Story von Red Dead Redemption 2. Also kommt mit mir mit. Meine wackeren Cowboys, folgt mir. Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze.
Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Und daher präsentiert nun kein gewisserer Entwickler als Rockstar Games höchstpersönlich das Spiel mit dem Titel Red Dead Redemption 2. Und damit beginnt ein wahrer Epos. So viel darf man im Vorfeld wohl behaupten. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Oh. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Und so beginnen wir in Kapitel 1 mit dem Titel Coulter. Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy. Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with
me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Genau, das brauchen sie. Gesund brauchen wir sie alle. Und beritten sowie vom Schneegestöber. Umringt begrüße ich euch nun tatsächlich auch in-game. Wir haben die Nachhut, die letzten Überlebenden einer sonst sterbenden Ära zu einem kleinen Unterschlupf gebracht. Viele sind unterwegs gestorben. Verdammt traurig, aber gibt immer mal wieder Verluste, ne? Gibt immer wieder Verluste. Und wir sind jetzt auf dem Weg, müssen Dutch folgen, einem der Anführer. Wir sind so ein paar taffe Guys hier, die hier das Sagen haben, sind jetzt auf der Suche nach Vorräten und Dingen, die uns helfen können, unsere halb verhungerten und fast zu Tode gefrorenen Verbündeten zu retten. Mit ein paar Druckbewegungen auf die X-Taste dürfen wir unser Ross auch ein wenig mehr antreiben. Moment, und ich kann mit L2 Judge fokussieren. So viel weiß ich, mehr auch nicht, denn ich spiele das Spiel blind. Und ihr habt gesehen in der Zwischensequenz, die reden ja alle Englisch. Was ist denn da los? Ich habe gedacht, komm, ich lasse es auf Englisch mit deutschen Untertiteln, damit auch jeder folgen kann. Ich hätte das ganze Spiel natürlich auch auf Ungarisch oder Afrikaans spielen können, aber das wäre nicht allzu authentisch gewesen. Wir sind ja immer in einem Wilden Westen und da sprechen wir auch das gute alte Englisch. So. Okay, Davy ist auch verschwunden. Genau. Und wir erfahren tatsächlich, dass wir nur noch eine relativ kleine Gruppe sind. Und allzu sehr sollte ich ihm nicht auf die Pelle rücken. Sonst schlägt er nachher noch mit seiner Laterne aus. Und dann stehen wir hier in Flammen auf dem Pferd. Das wollen wir nicht. Okay. Genau. Immer optimistisch denken. Was ist mit dem Geld, frage ich mal. Warte, ich durfte ihn mal fragen. Was ist denn los? Der ist ein bisschen voreilig, aber da kommt scheinbar jemand. Moment. Wer kommt denn da? Oh nein. Freund oder Feind? Es kann nur eins von beiden sein. Es ist Micah. Der mit dem Würstchen. Okay. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing. Und dem steht das Leben ins Gesicht geschrieben. Ihr seht das. Furchen und Falten. Ein wandelndes Grabtuch. Dieser Micah mag ich schon fast meinen. Aber der Verlust von Davy, wo da rüber hinwegkommen, ich weiß ja nicht. Vorerst folgen wir weiterhin Dutch. Und klären gerade ab, dass wir allesamt nicht wissen, wo die ganzen Verlorenen hingegangen sind, beziehungsweise ob sie überhaupt noch leben oder vielleicht doch das Zeitliche gesegnet haben. Wir werden sehen. So, auf jeden Fall bleibe ich hier mal auf der Spur. Und die Schneephysik ist ja schon wirklich... Ne? Ist schon was. Die ganzen New Age Games, Marke God of War und Co., was ich als letztes gespielt habe, die wissen schon, wie man Schnee darstellen kann. Das ist schon was. Das sieht schon fast aus wie aus der Natur direkt gegriffen und einfach auf die Blu-ray raufgekleistert. So, bist du dir sicher? Das müssen wir natürlich auch klären, ne? Also wenn wir die jeweiligen Mannen fokussieren, können wir auch immer in einen Dialog mit ihm treten.
huddled around a fire, waiting for Daddy to put food on the table. Ja, harte Zeit. We got too many mouths. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Das hier gerade wahrscheinlich auf ziemlich hohen Höhenzügen, wo der Schnee nur so am Wüten ist. Da haben wir ein kleines Settlement. Und da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht doch ein wenig Verpflegung kriegen können. Bevor die armen Mäuler, die wir zu stopfen haben, nicht für immer verstummen. So, die Gesundheit wird unten in der linken Ecke angezeigt. Guck mal, wie süß ein Herzchen. Oh, der Herzchen haben sie mir noch reingekleistert. Auch nicht schlecht. Ist auch was für die ganz Dummen, ja, damit jeder Bescheid weiß, was da gemeint ist. Nähere dich dem Anbindepfosten. Wo? Ich sehe hier nur zwei Männer. Wo ist nur der Pfosten zum Anbinden? Ach, da vorne. Ach, guck mal an. Hier vor dem Felsen gelagert. So. Dann halten wir mal hier Dreieck gedrückt. Und dann... Upsala. Binden wir mal das gute, treue Ross hier am Pfosten fest. Und da ist scheinbar echt was los. Wir hören die Musik. Erzähl. Ja, ja, Moment. Bin ja dabei. Und hier steht uns der Schnee ja wirklich schon fast bis zum oberen Bereich, bis zum Bauchnabel, ja, Gürtelbereich. Da baumelt schon einiges in den hohen Schwaden. Da kriegt man ja glatt hier. Ne? Schneeglöckchen. Ja, fast schon. Auch, wir sollen zum Schuppen gehen und dort mal R1 drücken. Ich bin doch schon dabei. Ja. R1, so. So, komm mal her. Also. Jetzt. Benutze L, um aus der Deckung zu schauen. Ja, das machen wir so. Ah, Dutch spielt hier den Decoy, den Lockvogel. Benutze er, um die Kamera zu bewegen und nach Mika zu suchen. Zu sehen, da ist er, okay. Was sieht er? Ja! Was denn? Konkretisiert das mal, eine Leiche? Oh, verdammt. Beschütze Dutch. Ja? Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad aufzurufen. Das wäre das. Benutze R, um eine Waffe auszuwählen und lasse L1 los, um sie in die Hand zu nehmen. Wir haben die Faust gerade aktiviert. Die ist in einem sehr guten Zustand, aber die bringt uns nicht viel. Schadenstechnik ist jetzt nicht das Beste. Aber ein Messer haben wir. Das wollen wir aber nicht werfen, ist unser teures Jagdmesser. Wir wählen also doch unsere Handfeuerwaffe, den Kettleman Revolver. Ein Colt, wie er im Buche steht. Ganz schön moderaten Schaden, in super Zustand, eine gute Reichweite und eine Feuerrate. Bah, liebe Leute, wählen wir aus. Zack, loslassen. Dann haben wir sie. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Dutch nicht gleich wirklich Problem hat. Wir zielen schon mal. Sollen wir jetzt schon schießen, oder? Es sind ein paar mehr Leute da, ne? Ich sehe 1, 2, 3, 4 Stück. Eine Pistole. Oh nein, 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 nein. Ja, nein! Gleich auf die Nase geballert, denn ihr wisst ja, man zielt meist auf die Nase des Mannes. Oh ja! Oh. Oh. Ich hätte in Deckung bleiben können, ich weiß. Aber ich bin richtiger Revolverheld. Da oben ist noch einer. Aber nicht nur da, auch dort vorne. Nee, das ist Dutch, ne? Oh. Boah, hallo? Was machst du denn da? Was passiert hier gerade? So, kann ich hier noch messern? Nee. Ist da noch irgendjemand? Das war ein ziemlich unglücklicher Einstand. Es tut mir leid. Aber wir haben es geschafft. Trotz dessen. Die Angreifer zu erledigen. Und die Gefahr zu entschärfen.
Ja, tut mir leid. Also, man hätte sich natürlich auch in Deckung, belassen können. Doch, das wirkte für mich ein wenig zu unspektakulär. So. Wir setzen die Suche fort. Wir brauchen Nahrungsmittel, Spirituosen und vor allem auch Medizin für die Kranken und Gebrechlichen. Wir können hier jetzt überall interagieren mit allem samt, was wir hier haben. Zum Beispiel einen Schrank durchsuchen. Machen wir mal. So. Machen wir mal die schöne Schrankwand auf und nehmen eine Packung hier Dosengemüse. Und noch eine. Kommt mal hier. Dosenmais. Gleich in zweifacher Ausführung. Schön. Hier auch noch Dosengemüse. Der Kern deiner Gesundheit sinkt im Laufe der Zeit und ist jetzt leer. Solange er leer ist, verspürst du negative Effekte. Wir können aber nach rechts drücken, unsere Tasche öffnen und haben hier zweierlei. Einmal Bohnen und Dosenmais. Und da wir davon jetzt schon mal bei uns tragen, sag ich einfach mal, davon probieren wir mal ein paar Maiskörnchen. Die kann man so gut verdauen. Deshalb runter damit. Gleich mit dem Daumen geöffnet. Das ist ein wahrer Cowboy. Dosen mit dem Daumen öffnen. Schicke Sache. So, da haben wir noch Kekse. So. Viererlei Biscuits. Durchsuchen wir mal Blut. Oha. Okay. Ja. Da wurde hier scheinbar im Vorfeld ziemlich gewütet und die bösen Jungs haben die Vorbesitzer nicht ganz so gut aussehen lassen. Klassische Haferplätzchen, das ist doch gut. Clean Eating, Haferplätzchen, ganz lecker zubereitet aus dem Biomarkt. Ah, da könnt ihr mich reinlegen. So, untersuchen. Apropos reinlegen, oh guck mal hier. Auf die könnte ich mich rauflegen. Was ist das denn hier? Perspektive wechseln können wir? Zack. Ach, wie cool. In Ego-Sicht betrachten wir diese wunderschöne Fotografie, können die auch vergrößern und dadurch dann einmal einen festen Blick drauf werfen. Das ist scheinbar das ehemals glückliche Ehepaar, was hier gelebt hat. Scheinbar ist jetzt nicht mehr viel von diesem Glück übrig, wobei die beiden nicht sehr lustig da reinblicken. Doch die scheint ihre Hochzeitstracht zu tragen. Ist das eine Hochzeitstracht? Ja, ne? Er ist weniger formal gekleidet, aber... Nun ja, ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist. Sie hält sich auch die linke Hand. Wurde sie angeschossen vielleicht? Sieht fast so aus, oder? Naja, das Eheleben ist ja auch kein leichtes Leben, ne? Häusliche Gewalt, man kennt das. Hoffentlich nicht von zu Hause, aber man kennt es halt aus dem Fernsehen. Hartz IV TV und so. Und, ja, man sagt ja nicht umsonst, ne? Ehe ist immer so aus zweierlei Sichten zu betrachten. Ja? Kreuzworträtsel steht ja auch oft, ja? Anderes Wort für Lebensende. Lebensende mit drei Buchstaben. Ehe! Ha! Das sag ich euch. Ja, da kringelt sich euer Zwerchfell weg, ja? Das ist ja unglaublich hier. Komm, wir machen mal hier auf und holen mal Premium-Zigaretten raus. Zigaretten, ich dachte Zigarren nicht? Zigaretten, gut. Und hier können wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Moment, können wir? Ego? Das sind die Großeltern. Die wurden hier ans Bett geheftet. Aber das finde ich echt cool mit der Ego-Perspektive. Dann können wir nämlich auch Dutch anwesen und antworten. Ja, Dutch, wir kommen gleich. Und ich halte mich tatsächlich immer so ein bisschen auch an den neuen Ortschaften auf. Durchsuche alles, hier zum Beispiel auch die Truhe, da gucke ich mal rein, da haben wir hier einen zusammengefalteten, Schlüpfer wollte ich gerade sagen, ist ein T-Shirt tatsächlich und Münzbeutel, na guck mal an, nehmen wir mit und dann noch ein paar Dokumente, irgendeine Tischdecke und so weiter und so fort. Truhe lassen wir gleich auf, wir wollen die Energie sparen, die wir bräuchten, wenn wir es schließen würden. Hier sieht alles war ein bisschen drunter und drüber aus. Da können wir gleich hoch. Jetzt will ich aber vorher nochmal hier gucken. Das ist auch geil, diese langen Unterhosen. Die man hier aber in diesem Klima auch gut gebrauchen kann. Ja, wenn man hier Stringtanger draußen runterträgt, dann wird es einem relativ schnell kalt. Also da greift man dann doch auf die langen, winterfesten Unterhosen zurück. Angebrochene Arznei. Besser als nix. So. Also da greift man die vollen, nehmen wir alles mit.
Und damit hätten wir das auch. Ich komm ja gleich! Dutch, warte, ich sag ihm noch Bescheid. Komm, rede doch. Arthur, sag doch was, er sagt nichts. Aber, ja, guck, einen Moment noch. Und ich finde immer so interessant, gerade bei Spielen, die in einem anderen Zeitraum spielen, beziehungsweise uns in die Vergangenheit versetzen, man kriegt immer auch so ein bisschen einen Einblick in das Leben der Menschen von einst und kann sich das nie so recht vorstellen, wie die das geschafft haben, da zu leben. So, nur mit Haferplätzchen und sonst was, Munition und sowas ausgerüstet, ich weiß ja auch nicht. Hier war ja auch ein Schütze oben gewesen. Hab mich ja leider draußen ein wenig doof angestellt. Aber ich bin noch Laien-Cowboy. Ich muss mich erstmal in die Kunst des Viehtreibers einführen lassen. Halt, Blut haben wir gesehen. Ich glaube, wir haben hier alles fast... Moment, ich muss mal wieder aufstehen. Alles gesehen. Und jetzt wollen wir Dutch nicht weiter warten lassen. Halt. Und ich wechsle mal die Perspektive. Wir sehen aus, als wären wir Kleinwüchsige. Meine Fresse, was ist los? Ach so, wir hocken noch. So, jetzt. Okay. Er ist hier vorne hin. Warum bin ich hier denn die ganze Zeit jetzt am rumhocken? Hier haben wir das stille Örtchen. Hier finden wir aber nichts. Deshalb gehen wir mal weiter. Und ja. Jetzt schauen wir mal in der Scheune. Untersuche die Scheune. Jetzt werden wir also vom Hauptsitz der ehemaligen Familie, nehme ich mal an, weggetrieben zur Scheune. Wir können mit einem Druck auf die nach unten Tasten unsere Ziele immer mal wieder zeigen lassen und wissen dann auch gleich Bescheid. Dort vorne ist die Scheune. Und da habe ich jetzt gerade kein allzu gutes Gefühl, dass wir hier jetzt nochmal gucken sollen. Aus verlassenen Scheunen kommt meist nichts Gutes raus. Können wir denn unsere Waffen schon zücken? Ist gleich besser, ne? So. Dann öffnen wir einfach mal dieses alte Holzbrettchen und da kommt schon der erste Aggressor wieder auf uns zu. Oh, verdammt. Das ist eine Drohung, die sollten wir ernst nehmen und gleich in die Offensive gehen. Drecksau, komm her. Hm? Was willst du? Ah, was willst du? Ja, doch, komm. So. So, wir können ihn packen erstmal. So, erstmal richtig schön am Schlawittchen greifen. Ja. Der hat zu reden. Verhöre den O'Driscoll. Wir können ihn befragen oder schlagen. Wir schlagen erstmal. Und dann fragen wir, was Sache ist. Okay. So stellt man Fragen auf die versöhnliche Art und Weise. Dem kann man doch nicht trauen, den Drecksack, oder? Dutch? Ah! Da! Handrückenschlag! So, kümmere dich um den O'Driscoll. Sehr gerne! Punkt! Punkt! Kommastrich! Fertig ist das Matschgesicht, wollte ich gerade sagen, aber da haben wir ihn so schon glatt einfach mal das Näschen manuell gerichtet und ich hätte ihn auch erwürgen können, habe ich gerade gesehen, ja. Schade. Ich hätte ihn ja fast gern erwürgt, aber da war doch der finalisierende Gnadenschlag die bessere Lösung wahrscheinlich. So. Okay. L2 lässt uns jetzt das Pferd anvisieren. Und mit dem Quadrat können wir ganz gemächlich auf es einwirken mit ein paar Worten der Beruhigung. Und man muss ja aufpassen, Tiere sind sehr sensibel. Das geht nur Schritt für Schritt. Leichte Annäherungsversuche. Ja, ja. Guck mal, und dann sind wir gleich verbunden mit dem Pferd und können es jetzt mit Dreieck führen.
Und so können wir auch nicht nur zwischenmenschliche, sondern auch Beziehungen zu Tieren aufbauen. Das finde ich auch besonders schön. Ja, genau. Der Typ ist tot. So viel zur Zwischenmenschlichkeit. ja, wir haben auch, wie gesagt, nicht alle Menschen, die wir hier, mit denen wir zu tun haben werden wir wirklich ja im Reinen auseinandergehen. Was ist jetzt los? Nun, was ist hier drinnen los? It is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. Are you okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Oha. Welche Offenbarung. Da liegt der Mann und sie war die Braut auf dem Bild. Eine Begegnung, die vielleicht noch in der Zukunft ein paar Nachwirkungen auf unseren Pfad haben wird? Wir werden es erfahren. Como Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Oha! Man merkt schon, damals wurde nicht mit rauen Worten gespart. Aber das war halt so da, ne? Schroffe Zeiten verlangen, schroffe Ausdrucksweisen und so ist das nun mal damals gewesen. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean... He may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got.
now. We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. You wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Okay, und jetzt dürfen wir wieder zur Steuerung greifen. Und hier war also jemand. Und man muss ja bedenken, jetzt wo unsere kleine Community auf der Flucht ja eh schon zahlenmäßig leicht dezimiert wurde, zählt wirklich jedes Menschenleben essentiell. Und da kann man sich ruhig mal Sorgen um John machen. Und deshalb folgen wir jetzt unserem Freund Javier auf dem Weg hier. Auf den Spuren, auf dem Pfad, den hier ein Mensch einst gegangen ist. Okay. We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Verdammt, es geht hier aber steil nach oben. Durch den Schnee. Komm. Okay. Ach, guckt euch das mal an. Das ist ein steiler Abhang hier. Okay. Ich bin ja schon unterwegs. Ich wollte mir nur den Felsenspalt hier genauer angucken. Ja. Okay, gut, dass er den Peil hat, dass er anscheinend der bessere Fährtenleser ist. Wobei man sieht es hier ganz klar, die Spuren im Schnee. So, und hier kriegen wir jetzt auch nochmal erklärt, wie wir die Kinokamera benutzen. Durch die Schaltfläche in der Mitte können wir auf die Ego-Perspektive wechseln und uns somit noch ein Stück weiter ins Spiel reinversetzen lassen. Ich bin ja schon dabei. Der ist aber ganz schön ernst. So, das ist auch noch eine andere Kamera-Perspektive. Doch wir wechseln wieder auf den Standard. Indem wir den Kameramann ein paar Schritte zurücktreten lassen, dann ist es doch auch gleich alles viel leichter zu überblicken. So, die Spuren führen auf jeden Fall hoch hinaus. Okay. Und jetzt liegt es an der Beherrschung von uns und vor allem unserem Pferd, dass wir hier nicht runter plumpsen. Das wäre nämlich, glaube ich, nicht sehr schön. Das bleibt zu hoffen, weil ohne Spuren sind wir hier verloren. Ist ja so ein weites, offenes Gebiet. Was denn? Da oben, er scheint etwas dort gesehen zu haben. Ach da, ein Kadaver. John was riding that horse when we left Blackwater. Oh nein. Let's see if he can hear us. Ein verstorbenes Pferd.
Hilferufe. Von wo? Come on. Up there. Okay, Javier. Wir sollen erstmal das tote Pferd untersuchen, scheinbar. Verdammt. Es wurde komplett ausgeweidet. Ich nehme an, dass es womöglich an Überanstrengung gestorben ist und dann zum Fraß für die hiesigen Tiere wird. Jetzt geht es ein weniger, bisschen langsamer voran. Okay, du kannst eine einzige Handfeuerwaffe tragen. Du kannst sie allerdings gegen eine andere Waffe austauschen, die du auf deinem Pferd transportierst. Waffen auf Pferd. Gucken wir mal kurz. Das wäre jetzt L1, hallo? Muss ich nur einmal drücken, oder was? Tennessee Walker? Ach so. Ha? Halte L1 gedrückt, um dir deine eingelagerten Waffen anzusehen. Okay, die habe ich hier. Pistole, ach so, ich habe nur die. Ach so, ich kann hier weiter switchen unten vielleicht. Ah, okay. Benutze L2 und R2, um die abgesägte Flinte auszuwählen. Ach so, okay. Gut, das geht also nur am Pferd tatsächlich. Lass L1 los, um sie in die Hand zu nehmen. Und R3 pflegen kann ich sie dann. Aber ich lasse es erstmal, ich nehme jetzt erstmal nur die Flinte raus. Das muss ich in der Nähe machen. Okay. Warum auch immer ich jetzt die Flinte dem Revolver vorziehe. Wahrscheinlich, weil wir hier auf direkte Konfrontation gehen werden. Beziehungsweise man weiß ja nicht, was sich hier so in den Gebirgszügen rumtreibt. Wildes Getier? Böse Jungs? Man weiß es nicht. Wobei böse Jungs, man muss immer auch im gleichen Zug sagen, böse Frauen vielleicht. Räuberprinzessin oder sowas. Ich will jetzt hier auch nicht gendertechnisch anecken. Deshalb, ne? Also, böse Jungs mit Sternchen hinten dran. Genderneutral. So, deine Ausdauer wird links unten angezeigt. Die äußere Anzeige nimmt ab, wenn du läufst, springst oder kletterst. Der Stand des inneren Kernes. Bla 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 bla. Ja, ist klar. Hier wird es jetzt gerade echt ein wenig rutschig auch. Drücke L3, um dich zu ducken. Genau, das war das, wo ich vorhin so ein wenig gescheitert bin. Wo ich einfach nur im Duckgang gelaufen bin. So, und jetzt können wir wieder aufstehen. So, da wir jetzt keine Ausdauer haben, müssen wir nur noch jetzt im langsamen Schritte weitergehen. So, und mit Quadrat können wir klettern. Wo denn da hin? Nee, noch sehe ich nichts. Okay, ich konnte jetzt gerade irgendwie noch nach rechts drücken. Was wäre das gewesen? Die Tasche. Ah, okay. Ich kann mir hier wahrscheinlich ein paar Zigaretten genehmigen, um dem Kern der Ausdauer ein wenig Schaden zuzufügen. Kann man ein bisschen auffüllen. Auch nicht schlecht. Lass ich jetzt aber mal. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht rauchen hier. Upsala. Oh ja, das kannst du aber wirklich laut sagen. Viel zu kalt. So, Muchacho. Irgendwas scheint an uns zu nagen. Die Kälte macht uns fertig. Kentucky Bourbon. Ah, okay, Bourbon. Das ist ein richtiger Männerdrink, so ein richtiger Cowboy. Cowboy, so ein Cowboy-Gesöff. Jetzt wissen wir es, jetzt wissen wir weiter. So, Javier. Woher kommen die Hilfeschreie? Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Wir wissen ja gar nicht, wie lange der hier schon nach Hilfe schreit. Wo denn? Hier unten?
Oh, verdammt. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Okay. Damit ist die Rettungsaktion ja zumindest schon mal ein partieller Erfolg. Wir haben ihn gefunden und geschultert. Müssen wir ihn nur noch nach Hause bringen. Verdammt, ein Wolfsrudel. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Dafür also die abgesägte Schrotflinte. Halte L2 gedrückt, um ein Tier zu erfassen, und drücke Quadrat, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, kommt her. Kommt her zu mir. Komm her. Komm her, mein Kleiner. Ich weiß genau, wie ich mit Tieren umzugehen habe. Wow. Komm schon her. Wo bist du? Das war ein bisschen grob. Das muss ich eingestehen. Oh. Guck dir das mal an. Was für ein Gesudel hier. Boah. Meine Fresse, hier haben wir richtig schön eine Blutparty angerichtet. Nicht allzu schön, aber was soll's. Komm, ich steh mal wieder auf und renn zum Pferd. Ich komme. Ich leg mal kurz die Waffe wieder weg. Und folge euch jetzt. Ja, schlimme Infektionskrankheiten können sich dadurch ausbreiten. Deshalb, wir brauchen auf jeden Fall ärztliche Versorgung, medizinische Hilfe, Arznei und Pharmazeutika. Soweit wir haben, ja. Wir müssen ihn richtig schön gleich einmal durchdesinfizieren. Oh, verdammt. Oh. Warum will er gleich immer zweimal schießen? Komm, einmal reicht doch. Genau. Oha. Ja, ich bin ja schon dabei. Wir müssen aufpassen, nicht, dass sie umzingelt werden. Und wir dürfen... Komm her. Den haben wir einfach vom Weg abgedrängt. Das hat schon gereicht scheinbar. Okay, mit L1 können wir die Waffe wieder wegstecken. Das mag wohl stimmen. Wobei, solange wir leben, ist alles okay. Ach, guck mal an. So, wo ist denn unser Wachposten? Can we get some help here?
Wo sind denn alle? We got some help. We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Ach, da kommen sie. Ich hab mich gerade schon ein wenig gesorgt, muss ich eingestehen. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Und wie wir sehen, wir sind eine richtige Multikulti-Klicke. Das sind also die letzten Verbleibenden. Die Geflohenen und Verfolgten dieser schönen Ära. Wir haben Schalter und haben hier in einer alten abandoned mine in town, while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So, da wären wir. Mission ist abgeschlossen und jetzt dürfen wir auch mal in den Optionsbereich gleich reingucken und Ereignisse und interessante Orte im Tagebuch direkt einmal ausstöbern. Blackwater, so heißt der Ort hier, der hier richtig schön, ja, minimalistisch illustriert wurde. Wir können das vergrößern oder auch mal gerne auf Seite drücken. Ach so, dann gehen wir hier die Seiten durch. Kapitel? Achso, okay. Wir können also Kapitel und Seiten, weil wir gehen da mal ganz kurz hier durch. Ach, schön, schick. Das ist das Fotoalbum vom Frühjahr. Da wurde alles einmal schön aufgesketcht. Und ja. Tagebucheinträge. I bought this new journal. Bla 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 bla. Das können wir natürlich auch durchgehen. Müssen wir aber nicht. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne pausieren und es euch durchlesen. Und wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen weitermachen. Wir können es natürlich auch lesen so, dann wird es wahrscheinlich einem vorgelesen. Ja, können wir eigentlich auch machen, ne? Dann erspart man sich das Übersetzen, ne? Und ja. Blackwater. Ich habe dieses neue Tagebuch gekauft, nachdem das alte bei dem Feuer verbrannt ist. Das muss auch schon wieder Monate her sein. Ich habe in den letzten Monaten nicht viel geschrieben oder gezeichnet, aber es fehlt mir mehr, als ich erwartet habe. Jetzt habe ich endlich ein Geschäft gefunden und jetzt schreibe ich hier wieder. Nach der Sache im Norden und dem Feuer haben wir ein paar Monate in der Wildnis verbracht, sind von den nördlichen Grizzlies runter. Und ich denke mir einfach mal, es ist vielleicht ganz gut, doch mal ein bisschen was zu lesen, weil wir dann den Hintergrund auch noch ein wenig ausgeschmückt kriegen. Und erfahren jetzt zum Beispiel, sind im Winter größtenteils im westlichen Vorland der Berge geblieben. Man hat leicht was zu essen finden können und das Leben war in Ordnung. Dutch hat von einem Grundstück erfahren, das wir kaufen wollten, aber es hat seinen Ansprüchen nicht genügt. Vielleicht ist er auch nervös geworden, weil die Gesetzeshüter uns beobachtet haben und er Angst hatte, dass er erkannt wird. Also haben wir es nicht gekauft und ziehen immer noch umher. Haben in den Grizzlies ein paar Neuzugänge aufgenommen. Und so wird die Truppe dann scheinbar immer größer und größer. Guck mal, wen haben wir denn da? Uiuiuiui. Jenny, ein liebes junges Mädchen, das wir am Straßenrand eingesammelt haben. Und Mika, ein Gesetzloser, den Dutch irgendwo in einer Bar kennengelernt hat. Dutch hat wohl einen Narren an Mika gefressen, obwohl er ziemlich hitzköpfig, streitlustig und eingebildet ist. Hosea und ich sind uns bei ihm nicht so sicher. Wir werden sehen. Irgendwann haben wir es aus der Wildnis geschafft und unser Lager außerhalb von Blackwater aufgeschlagen. Manchmal bleib ich aber in der Stadt auf der Suche nach Arbeit. War doch weise zu gucken. So kriegen wir tatsächlich auch die Gefüge der Charakterkonstellation so ein wenig näher gebracht. Vielleicht habe ich was gefunden. Wir haben viel Geld und der Pfad, den wir genommen haben, war so anstrengend und langsam, dass uns bestimmt niemand nach Südosten gefolgt ist oder auch nur herausgefunden hat, wo wir hin wollten. Wir hatten auf Kalifornien gehofft, aber dann haben uns Dutch und Hosea nach Blackwater gebracht. So, guckt euch das mal an. Ja? Das ist eine Stadt im Bau befindlich scheinbar. Wir sehen da hinten den Kran und die Gerüste, die hier angebracht sind. Und da wurde fleißig gezimmert.
Blackwater ist anscheinend ziemlich gewachsen, seit sie das letzte Mal hier waren. Ich war nur auf einen Handelsposten oder ein paar Häuser eingestellt. Aber der Ort wächst so schnell, dass er schon fast eine kleine Stadt ist. Die Stadt ist wohl vollkommen korrupt, aber es gibt viel Geld zu holen. Es tut gut, hin und wieder in einem Bett zu schlafen und etwas zivilisierter zu leben, nachdem ich so lange unter einer Zeltplane geschlafen habe. Aber ich mag es nicht besonders, so nah an einer Stadt zu sein. Wie lang ist denn das? Ich kann das sonst auch partiell immer mal wieder... Denn wir hätten ja hier jetzt komplett den Werdegang wahrscheinlich von ihm. Also okay, wir können hier ab und zu mal reingucken und uns die Geschichte ein wenig näher bringen. Bis hier geht das. Ich möchte euch natürlich jetzt nicht komplett damit zubalovern. Ihr könnt ja vielleicht auch mal schreiben in die Kommentarleiste, ob euch das so interessiert, ob ihr das wollt, dass ich das komplett verlese. Und wenn das denn der Fall ist, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Dann setze ich mich nämlich hier hin. Ja, wisst ihr, wir können uns nämlich hier auch richtig schön mit der Umgebung vertraut machen, interagieren mit allem, was wir wollen, uns hinsetzen und hier in unserem Stübchen, das wirklich etwas sehr kalt erscheint, die Gläser sind zersprungen und nur provisorisch zugenagelt. Nicht wirklich praktisch. Jedenfalls hier sind wir jetzt frei wie der Wind. Ich gucke nochmal kurz. Schubladendurchsuchung können wir auch, machen wir mal. Was haben wir denn da? Na, ein paar klassische Haferplätzchen nehmen wir mit. Angebrochenes Wundertonikum. Auch noch, komm. Stecken wir ein. Und sonst, nix. Da noch was? Auch nicht, ne? Nee. Können wir mit dem Bett vielleicht irgendwas machen? Schublade durchsuchen wir hier jetzt auch, oder wie? Nee. Doch, hier auch. Da muss man wirklich ganz genau gucken und den richtigen Winkel haben. Damit wir auch alle Sachen finden. Angebrochene Arznei. Du kannst von diesem Gegenstand keine weiteren tragen. Das ist ein Statement, das verstehe ich. Mit dem Bett können wir nicht interagieren. Wir können jetzt rausgehen. Allerdings, liebe Leute, möchte ich noch einmal ganz kurz den Knopf drücken und euch zeigen, was wir hier haben. Wir haben verschiedene Menü-Wahloptionen. Die Karte, da können wir mal kurz drauf gucken. Und hier sind wir im Quarter. Das ist unser Anfangsort. Und wenn wir hier das alles mal ein wenig verkleinern, dann schwant uns allen, was uns erwarten mag in diesem Spiel. Viel, viel, viel zu erkennen, viel zu sehen und so weiter und so fort. Hier gibt's Leute, die was mit uns machen wollen. Ich hoffe nur Gutes. Bill Williamson, alte Freunde. Bill möchte mit dir sprechen. Mr. Pearson... Die Nachwirkung der Schöpfung. Also Quests, die uns schon erwarten. Und die große, weite Welt, die uns zu Füßen liegt. Mag man meinen. Und es wird wirklich spannend, wenn ich auch allein schon hier Cairn Lake und so weiter, das hier lese, die Bezeichnung. Und hier, ach okay, gut. Da waren wir, das ist das abgebrannte Hütchen. Die Adler Ranch von der Familie Adler, wo ja nur die gute Dame, die Sadie oder wie sie hieß, überlebt hat. Also, da kann man sich wirklich hier fast schon tot gucken und tot suchen und einiges machen. Wir werden in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Aber bevor wir jetzt die Folge beenden, wollen wir auch nochmal hier komplett durchgehen, durch das Menü. Denn das soll uns jetzt nochmal wirklich den Überblick geben, den wir hier auch brauchen im Rahmen dieser Pilotfolge, um das Spiel wirklich dann auch in den nächsten Folgen in vollen Zügen genießen zu können. Hilfe, wir können uns also wirklich hier auch nochmal alles angucken, was tutorial-technisch das Spiel zu bieten hat. Fortschritt. Ist eine Auflistung wahrscheinlich davon, wie weit wir gekommen sind. Wir können die Story hier noch einmal rekurrieren, gucken, was passiert ist in Kapitel 1. Haben wir gerade erfahren. Ein Compendium haben wir, das ist aber noch versperrt, verschlossen. 9 von 551, wahrscheinlich Spezies, Personen und so, die wir getroffen haben. Herausforderung 0 von 90 und Spielfortschritt, da können wir auch nochmal drauf gucken. Missionen und so weiter und so fort, 2,7% haben wir insgesamt. So wirklich eine goldene Krone habe ich mir jetzt wahrscheinlich nicht verdient, da ich mich gerade bei der ersten Menschenkonfrontation ziemlich bescheuert angestellt habe, da ich direkt aus der Deckung gesprungen bin. Aber hab Nachsicht, wie gesagt, ich bin ein Laien-Cowboy, werde aber alles daran setzen, das zu verbessern in der Zukunft. Aber da sind wir in ganzer Pracht, Gewicht perfekt, Temperatur normal, Ehre, ja gut, wir sind ein Ehrenmann. Und hier, gesundheitstechnisch, können wir uns hier die Verfassung und alles noch einmal genau angucken. Brauchen wir nicht. Unser Pferd ist natürlich unser treuster Begleiter. Und da können wir uns natürlich auch noch eine sanfte Bande zu
Knüpfen und Aufbauen, auch nicht schlecht. Und ja, das ist fein, das ist schön, das freut mich und macht mich glücklich. Spiel, speichern, laden und so weiter und so fort. Ich werde gleich auf Screen speichern, das steht fest. Social Club ist der Online-Modus, den ich übrigens auch noch mit euch zusammen, sagen wir mal so, erkunden mag. Aber da habe ich mir viele Gedanken gemacht. Die Folge ist jetzt offiziell zu Ende. Ich will jetzt nochmal so trotzdem ein, zwei Worte verlieren. Das mache ich aber jetzt hier direkt. Warte mal, ich setze mich mal kurz hin. Machen wir mal richtig. Komm, machen wir mal richtig hier. So, Schublade erstmal zumachen. Da kommen wir mal. Jetzt sind wir mal richtige Ehrenmänner. So, und setzen. Also, ich hatte mir erst ursprünglich gedacht, dass ich das Spiel als Live-LP, sprich als Stream, spiele. Hab mir das allerdings anders überlegt. Ganz spontan und letzten Endes. Weil ich dachte, dass man das vielleicht doch portionsweise in kleineren Folgen ganz gut verdauen kann. Und da kann ich auch immer mal spontan aufnehmen und bin ich so an die Streaming-Zeiten gebunden. Allerdings gibt es dann auch den Online-Modus, den ich größtenteils außen vor lassen mag, wenn es um das Let's Play geht, aber den vielleicht dann trotz dessen als Stream mobilisieren kann. Das wäre eine Option. Ich habe aber natürlich auch noch andere Games und Sachen, die ich spielen mag, kann und will. Und vielleicht mache ich das dann im Rahmen eines Streams. Das bleibt zu erwarten und abzuwarten. Mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall auf Twitch dann auch ein bisschen aktiv sein und das mache ich dann vielleicht auch hier in diesem Spiel. Mal gucken, wie es ist. Jetzt sei aber erstmal damit die Pilotfolge abgedreht und ein neues Projekt initiiert. Wie es euch gefällt, könnt ihr in der Kommentarzeile ja hinterlassen und vielleicht auch mal liken. Mal richtig schon, ne? Den Cowboy-Daumen nach oben richten und sagen, hier, das war ganz Töfte. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Und ja, wenn die Resonanz noch nicht so stimmt. Ich verstehe es ja auch. Die meisten Leute wollen es ja eh alleine spielen und selbst erfahren. Da gucke ich mir doch keine Let's Plays an. Meine Güte, wenn ich das schon selbst verstehen kann, dass man wenig Klicks kriegt. Es sei denn, man gehört natürlich zu den ganz Großen, den ganz, ganz, ganz Großen, da ist es natürlich leichter. Aber als kleines Fischchen da so, kleines Fischchen im großen Teich, da hat man Probleme gefunden zu werden. Egal, das sei gesagt, es war schön mit euch auf unserem ersten Ausritt. Und es wird mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Red Dead Redemption 2. Bis zum nächsten Mal, bleibt ihr bitte gesund und munter. Und immer stets dabei. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Bleibt euch treu. Und auf Wiedersehen.